Hallo zusammen. Heute geht es wieder um die Wahrheitstabelle und ich will euch erklären, wie man Wahrheitstabellen anwenden kann und auch für was. Sagen wir mal, wir hätten die Aufgabe, bilde die Wahrheitstabelle von A oder B in Klammern, woraus folgt C und A in Klammern. Damit wir überhaupt anfangen können, dieses zu bearbeiten, müssen wir erstmal wissen, wie viele Spalten und wie viele Zeilen brauche ich denn für meine Wahrheitstabelle. Also, was sind die Dimensionen? Fangen wir an mit den Zeilen. Eine Formel, die wir zur Bestimmung hernehmen können, lautet so. Die Anzahl der Zeilen ist dasselbe wie 2 hoch die Anzahl der Teilaussagen plus 1. Nun überlegen wir uns mal, wieso diese denn gilt. Die Zeilen setzen sich aus der Angabe und den Kombinationen der Wahrheitswerte der zugehörigen Teilaussagen zusammen. Wie viele Kombinationen gibt es denn überhaupt? Jede Teilaussage ist entweder wahr oder falsch und verdoppelt somit die Anzahl der Kombinationen. Da dies für jede Teilaussage gilt, landen wir somit bei der Zweierpotenz 2 hoch die Anzahl der Teilaussagen. Und wenn wir das jetzt zusammensetzen, landen wir bei der Formel 2 hoch die Anzahl der Teilaussagen plus 1. Was bedeutet das für unser Beispiel? Wir haben 3 Teilaussagen, A, B und C. Wenn wir jetzt die Formel anwenden, heißt das, dass wir am Ende 2 hoch 3 plus 1 Zeilen haben, also 9. Wie gehen wir jetzt mit den Spalten um? Überlegen wir uns, wie viele unterschiedliche Arten von Spalten wir denn haben. Wir haben bei der Wahrheitstabelle Spalten für Teilaussagen, wir haben Spalten für Hilfsaussagen und eine Spalte für die Gesamtaussage. Wenn wir das jetzt zu einer Formel zusammenbauen, haben wir am Ende die Anzahl der Teilaussagen plus 1 plus die Anzahl der Hilfsaussagen. Was heißt das für unser Beispiel? Der erste Schritt, den wir machen müssen, ist sinnvolle Hilfsaussagen zu bestimmen. In diesem Beispiel nehmen wir jetzt die 2 Hilfsaussagen A oder B und C und A. Also haben wir jetzt 2 Hilfsaussagen. Nach unserer Formel heißt das, wir haben jetzt 3 plus 1 plus 2, also 6 Spalten. Hier haben wir jetzt die gezeichnete Wahrheitstabelle. Was ist unser nächster Schritt? Nun, wir müssen damit anfangen, die Kombination der möglichen Wahrheitswerte von A, B und C einzutragen. Wir machen weiter damit, die Hilfsaussagen zu bestimmen. Fangen wir mit A oder B an. Wir wissen, dass A oder B nur dann falsch ist, wenn A und B beide falsch sind. Außerdem ist A oder B unabhängig von C. Somit können wir die Spalte eigentlich relativ leicht auffüllen. Jedes Paar von Zeilen muss den gleichen Wahrheitswert haben, da hier nur C sich verändert, und nur das letzte Paar ist falsch. Das bedeutet, wir haben hier eine Verteilung, wobei die ersten 6 Zeilen wahr sind und die letzten beiden falsch. Ähnlich können wir jetzt bei C und A vorgehen. Wir wissen, dass C und A nur dann wahr ist, wenn C und A beide wahr sind. Außerdem ist C und A unabhängig von B. Leider ist es in diesem Fall nicht mehr so schön geordnet in Paaren, aber es funktioniert analog und wir haben am Ende diese Wahrheitswerte. Füllen wir jetzt noch die verbleibende Spalte auf. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um den Wahrheitswert der Gesamtaussage zu bestimmen. In der ersten Zeile haben wir die Aussage, dass aus wahr, wahr folgt. Diese Aussage ist wahr. In der zweiten Zeile haben wir die Aussage, dass aus wahr, falsch folgt und diese Aussage ist falsch. In der dritten Zeile haben wir analog zur ersten Zeile, aus wahr folgt wahr. Diese Aussage ist wahr. In der vierten, fünften und sechsten Zeile haben wir analog zur zweiten Zeile, dass aus wahr falsch folgt. Diese Aussage ist falsch. Da wir wissen, dass aus falschem wir alles folgern können, ist diese Aussage wahr. Wofür kann man denn jetzt Wahrheitstabellen verwenden? Ein Beispiel wäre beim Überprüfen von Tautologien. Kurze Wiederholung, was ist denn eine Tautologie?
Eine Tautologie ist eine Aussage, die immer wahr ist. Dies spiegelt sich in der Wahrheitstabelle wider, denn die Spalte von der Gesamtaussage ist komplett gefüllt mit wahr. Somit können wir auch die Tautologie überprüfen, indem wir die Wahrheitstabelle bilden und uns die Spalte der Gesamtaussage anschauen. Machen wir das mal an einem Beispiel. Ist denn die Aussage, dass aus A folgt B äquivalent ist dazu, dass aus nicht B nicht A folgt, überhaupt immer wahr? Wie wir vorher gemacht haben, bestimmen wir die Dimensionen. Erstmal fangen wir an mit den Zeilen. Wie viele Teilaussagen haben wir denn? Nun, A und B, also 2. Das bedeutet, wir haben am Ende dann 5 Zeilen. Welche Hilfsaussagen wären denn noch geschickt zu wählen? Nun, man könnte nicht B wählen, nicht A. Aus A folgt B und aus nicht B folgt nicht A. Also haben wir jetzt 4 unterschiedliche Hilfsaussagen. Das bedeutet für die Anzahl unserer Spalten, dass wir jetzt 7 haben. Zeichnen wir uns das mal auf. Wir fangen damit an, die Wahrheitswerte von A und B einzutragen. Machen wir weiter mit den Hilfsaussagen. Fangen wir an mit nicht A. Nicht A ist immer genau das Gegenteil von A und somit nicht schwer zu bestimmen als falsch, falsch, wahr, wahr. Dasselbe gilt für nicht B und B. Somit ist dann nicht B falsch, wahr und falsch, wahr. Machen wir weiter mit aus A folgt B. Die Aussage ist nur falsch, wenn aus etwas Wahrem etwas Falsches folgt. Somit haben wir dann die Kombination von wahr, falsch, wahr und wahr. Jetzt betrachten wir die Aussage aus nicht B folgt nicht A. Da helfen jetzt uns die anderen Hilfsaussagen von nicht B und nicht A. Wann ist die denn falsch? Nun, die kann nur dann falsch sein, wenn nicht B wahr ist, aber nicht A falsch. Das ist hier nur in der zweiten Zeile der Fall. Somit haben wir die Kombination von wahr, falsch, wahr, wahr. Jetzt sind wir fast fertig. Wir müssen nur noch die Wahrheitswerte der Gesamtaussage bestimmen. Das wäre der Äquivalenzpfeil. Der Äquivalenzpfeil ist dann wahr, wenn beide Aussagen auf den jeweiligen Seiten denselben Wahrheitswert haben. Hier sehen wir, ist das für jede Zeile der Fall und somit haben wir eine Tautologie. Hiermit bin ich am Ende meines Videos angelangt und ich hoffe, ich konnte euch vermitteln, wie man Wahrheitstabellen gut anwenden kann und wofür man sie anwendet.